Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde mit Devil Dynasty. Wir waren bei Sambor im Auftrag von Unighost und befinden uns jetzt auf dem Rückweg. Ich bin schon mal ein bisschen gelaufen und werden jetzt bei Unighost in Erfahrung bringen, wie es weitergeht. Dann werden wir heute schon mal anfangen, etwas aufzubauen, sprich noch ein neues Haus. Und wir wollen werben, auf jeden Fall. Ja, wir müssen noch mal gucken, wie weit sind wir denn eigentlich in unserem Technologiebaum? Da haben wir 24 Punkte, das ist natürlich noch nichts. Da brauchen wir 3 Punkte, Menschen müssen jagen. Hier haben wir nichts gemacht, Flügen sehen, okay. Und Werkstatt, Crafting 16 Punkte. Okay, gut. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal zurück. Unighost. Und unten am Wasser trinken wir noch einen Schluck. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, bis jetzt macht das Spiel sehr schöne und gute Eindrücke. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir haben ja noch nichts erreicht, bis auf unser Haus im Prinzip. Aber da kommt jetzt demnächst natürlich noch einiges auf uns zu. Einiges, was wir bauen können. Ich bin gespannt. Ja, so, jetzt werden wir erstmal einen Schluck trinken. Ja, Ausdauer. Dann trink erstmal einen Schluck. Und was haben wir an? Das Essen haben wir. Ein Haferbrötchen essen wir was. Das. Und wir schwimmen rüber. Gehen rüber. Schwimmen kann er, glaube ich, noch gar nicht. So. Sehr gut. Da sind wir ja schon gleich. Das Dorf ist da drüben. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Hier Stein, Stein, Stein. Wir könnten auch schon mal ein paar Bärchen sammeln. Ich will Bananen. Dann schmeiße ich die Steine wieder raus. Und wir können dann Fleisch essen. Zack, mal voll. Wie sieht's aus? Dann schmeiße ich die Steine. Ah, 2 Stück. Ja, nicht 8. Dann werden wir mal gucken, jetzt wenn wir an Bärenbüschchen vorbeikommen, dass wir da uns was pflücken. Dann verkaufen wir die. Wie viel haben wir denn mit? Wir haben jetzt mit 170. Ja gut. Ein Taler gibt es wohl für Probeere. Mal schon mal 170. Hier sind hier keine Bären. Wollen wir mal hier gucken. Warte, auch hier sind auch noch ein paar. Hier noch welche mit. So, hier noch mal ein paar. Hier noch ein paar. Komm, nehmen wir die auch noch. Geht zurück. Ja, wieder überladen. Kaufen wir die. Und dann sehen wir, was wir dann haben an Geld. Vielleicht haben wir ein paar Stücke verkaufen oder so. Steine. Steine weiß ich nicht, ob das was bringt, wenn man die verkauft. So, Tag. Moin, moin. Händler, Händler, Händler. Wo haben wir hier Händler? Hier oben links. Hier ist eine Taverne. Dann gehen wir in die Taverne und verkaufen da und dann gehen wir zu Unigos. Der wird ja hier, auch der ist ja auch hier unten, also von daher passt. Der ist sogar hier drin. So, Tag. Ich habe etwas für Sie. Und zwar die Beeren, bitte. Alle. Oh, 200 Münzen. 203. Was haben wir noch? Das Rad. Nee, das nehmen wir mit. Steine. Komm, die verkaufe ich jetzt aus, egal. Sonst haben wir nichts nicht mehr dabei. Ja, okay. Ja, das war schon. Geh weg. Unigos, da sitzt er. Hier. Nun, ach so, was hat Sambor also gesagt? Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift, aber er kennt das Wild hier in der Gegend und er glaubt, dass sowohl Gostovia als auch Denika bald mit Wolfsangriffen rechnen müssen. Ich hatte befürchtet, dass so etwas sein würde. Nein, hier ist deine erste Belohnung mit freundlichen Genehmigungen der letzten Steuereintreibung, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Was wirst du tun?
Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gostovia kümmern, aber bitte sorge dafür, dass auch Denika vorbereitet ist. Geht dorthin und überzeuge Dagobert, Palisaden zu bauen. Sie werden zu allem bereit sein, ich gebe dir mein Wort. Okay, jetzt müssen wir zu Dagobert in Denika, war das, ne? Ja, wo ist Denika? Ja, da müssen wir hin. Ja, dann machen wir mal einen Schlender dabei über uns zu Hause. Was haben wir denn eigentlich bekommen eben? Kann man das hier schon sehen? Also haben wir irgendwas bekommen? Ah, hier, Fellstiefel. Okay. Ja, die bringen wir auf jeden Fall zu Hause noch vorbei. Und ja, laufen wir die paar Meter bis nach da hinten in unserem Haus. Und gucken, was wir dann erledigen müssen. Wir räumen jetzt auf jeden Fall erstmal ein, zwei Sachen raus, damit wir leichter sind. Weil so ja, ist das ein bisschen blöd, wenn man die ganze Zeit gucken muss in dem Gewicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Näherei, damit wir uns Taschen bauen können. Und da können wir definitiv mehr tragen, was ja schon mal gut ist. Gerade wenn man jetzt was bauen will oder so, da kann man schon mal ein bisschen mehr in seinen Taschen tragen, als das, was ja, aktuell der Stand ist. So, wie weit ist es denn noch? Das ist schon noch ein Stückchen. Jetzt gehen wir hier gleich hier rüber. Hört zwar das Ganze mal ein bisschen ab, geht durch den Wald. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere Tier, was wir jagen können. Bären lasse ich jetzt mal stehen. Die holen wir uns dann. Schöner Weg. Ganz schön, echt. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Hier hüpft nichts rum. Kein Tierchen, gar nichts. Hm. Unser Häuschen. Müssen wir jetzt kommen? Wir laufen direkt drauf zu. Dann wird es jetzt. Ach, da steht's. Da unten ist es. Oh, keine Ausbaudauer. Das habe ich nicht gesehen. So, weiter geht's. Steht unser Häuschen. Dann lager mal schnell die Sachen aus. Hier wir haben. Oh, und der Hase ist auch eine Falle. Können wir gleich da mal gucken. Nichts. So, einmal mitgenommen, aktivieren. Wir gehen hier rein. Feuerchen an. Zack. Laden die Sachen aus. Fellstiefel rüber, Pelzhaube rüber. Das war's schon. Jetzt haben wir auch hier Pelz noch rüber. Gerade legen wir uns gleich draußen irgendwo hin. Haben wir noch irgendwas? Nee. Dann haben wir hier hin. Kochen mit E. Und braten uns das Fleischchen raus. Hier. Ja, gut, hundertprozentig. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Doch, richtig, da will ich aber hin. Leer sind wir. Soweit. Wie sieht es essenstechnisch aus? Trockenfleisch bringt 5 und das bringt 6. Dann essen wir hier Trockenfleisch. So, zack. Trinken, gucken wir, dass wir da was bekommen auf dem Weg. Habe ich den Trinkschlauch eigentlich noch? Ja, den habe ich. Den würde ich auch erstmal auslagern, weil wir ja relativ nah beim Wasser wohnen. Einmal hier rüber. Und sonst Eisenbolzen, die können auch rüber. Obwohl, hier steht 20 wird man bekommen für einen. Glaube ich nicht. Wir gucken, ob uns jemand die Dinger abkauft und wenn ja, für wie viel und dann verkaufen wir das. Oh doch, 500 Meter ist es bis da hinten hinaus. Dann laufen wir die Meterchen mal. Schauen, was hier so ist, auf der Seite der Karte. Ein bisschen die Nachbarschaft erkunden. Und erkunden vor allem. Und wenn wir irgendwie über Breitwege richtig stoßen oder laufen. Was war das? Ne, das waren Stücke, glaube ich. Dann müssen wir welche mitnehmen. Falls. Wie spät ist es denn? Hier hin. 17 Uhr. Dunkel. Dann aber schnell. Laufen wir kurz da hoch. Sprechen mit denen. Ach hier, super. Wasser. Ein Schluck genommen. So. Sieht das gut aus. Hier ein Wasserfall. Schön. Aber wird nichts Besonderes sein, denke ich. Ne? Und Wasser. Hier Wasser, Wasser, Wasser. Stein. So, was können wir abbauen hier? Aha. Okay. Wir wollen aber jetzt hoch zu Dagobert.
Bin gespannt, was uns da über den Weg läuft, wildtiertechnisch. Ich denke, vielleicht ein Wolf, vielleicht da hinten, ein Wildschwein. Das ist ein Wildschwein, Leute. Laufen wir mal hin. Versuchen wir zu jagen, dann haben wir gutes Fleisch. Ich nehme an, auch Leder. Mal stehen. Alter. Hallo, stirb. Naja, wollten wir das gleich mal. Sieht aber auch gut aus, dass das Wildschwein gut animiert. Unsere Speere haben wir. Jawohl. So. Dann hätten wir schon mal ein bisschen was. Gehen wir jetzt mal hier zu diesem Ort und sehen, was uns erwarten wird. 80 Meter. Vielleicht sind wir da. Feld hinten, da ist bestimmt er hier, der gerade da ins Bild läuft. Ich muss aufpassen mit der Ausdauer. Ich schon wieder runter. So, wer ist es jetzt? Er hier. Können wir mal dahin marschieren. Ein paar Felderchen. Guten Tag. Hey Fremder, was machst du auf meinem Land? Ich bin kein Fremder mehr. Ich bin Rasimir, Neffe von Jordan. Ich bin schon vor geraumer Zeit in dieses Tal gezogen. Nun, wenn du wirklich Jordans Neffe bist, kannst du doch nicht so schlecht sein. Gibt es dafür einen Beweis? Ein Beweis? Nun, meine Mutter erzählte mir, er habe eine Narbe auf der linken Wange und eine ungeschickte Art, auf den Rücken eines Pferdes auf- und abzusteigen. Einer Kindheitsverletzung oder so. Gut genug. Fürs Erste. Also, was willst du? Ich wurde geschickt, um dich zu warnen. Wölfe versammeln sich südöstlich deines Hauses und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie neugierig oder hungrig werden. Du solltest ein paar Palisaden bauen und deine Familie bewaffnen. Es hat seit vielen, vielen Jahren keinen Wolfsangriff mehr gegeben. Zu viele Menschen leben jetzt hier und die Wölfe ziehen sich in die Berge zurück. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie hierher kommen. Aber nicht unmöglich. Sambo sagt, er habe ein großes Rudel immer näher und näher kommen sehen. In Ordnung, ich werde es ernster nehmen, aber ich habe kein Holz mehr. Wenn du mir 40 Rundhölzer besorgen kannst, baue ich die Palisade selbst. Das ist eine Menge Arbeit, Dagobert. Und meine Frau wird dich mit dem Besten verwöhnen, was unsere Küche zu bieten hat. Du hast meine Axt. Jawohl. Also müssen wir jetzt 40 Bäume. Ja, der geht jetzt heim wahrscheinlich, ne? Es ist dunkel. Ja, hauen wir jetzt hier mal ein paar Bäume um. Was ist das hier? Fichtenbaum. Immerhin drei Hölzer. Dann hauen wir den jetzt weg. Und dann bringen wir ihm schon mal ein paar Rundhölzer. So, der liegt ja schon. Was haben wir hier? Ja, komm, ist egal. Wir müssen eh 40 hauen. Also von daher. Machen wir das da einfach mal. So. Schwuppdiwupp. Zack. Zack. Und Holz 1. Und Holz 2. Fackel raus. Hier ist der nächste. So, ich mache das jetzt weiter. Und damit euch nicht so langweilig wird, mache ich einen kleinen Schnitt. Also, wir sehen uns gleich. Also, wir haben jetzt nur noch 3 Rundhölzer offen. Die geben wir ihm jetzt ab hier. Hat sich hier mitten in der Nacht auf den Boden gesetzt. Okay, aber uns soll es egal sein. Hier, bitteschön. Und jetzt sollen wir mit Mathilda sprechen. Wer ist das? Kann man die wecken? Ach, guck mal da. Cool. Ja, es riecht lecker. Eine Suppe haben wir bekommen. Schäm dich trotzdem. Danke für die Mahlzeiten. Es ist ein Familiengeheimnis. Schäm dich. So, jetzt müssen wir dann zum Unigast. Bevor wir zu ihm gehen, werden wir mal schauen, wer hier am Feuer sitzt. Was? Blitzbohr. Ja, dann fange ich mir nochmal an. So einen Moment Zeit. Schönes Wetter. Was für ein Tag, unabhängig gearbeitet. Schönes Wetter. Minus 5. Na, das hat ja funktioniert. Was Moment Zeit? Jetzt hat er keinen Bock mehr mit uns zu reden. Das war eine Kindersache. Sonst ist ja niemand hier, ne? Ne, da ist ein Stein, den kann ich noch mitnehmen. Hm,
Ja, dann laufen wir runter zu unserer Hütte. Ich war in der Nacht, wo ich die Rundhölzer geschlagen habe. Hier sieht man es ja. Hier, und da hatte ich da hinten noch ein paar weggehauen. Da bin ich nochmal zurück zu unserer Hütte und hat mich nochmal ausgeladen, weil ich das Rad vergessen hatte wegzumachen. Das zeige ich euch jetzt. Das habe ich nämlich an den Eingang versucht zu legen. Sieht so ganz cool aus. Aber müssen das nochmal, eventuell nochmal nachjustieren, dass es nochmal ein bisschen schräger steht. Weil es steht jetzt schon ziemlich, ja, ziemlich gerade. Also, was heißt gerade? Zu schräg, wollte ich eigentlich sagen. Es ist noch okay, aber war ja nur ein Versuch erstmal. Deswegen müssen wir da, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir Bär mitnehmen noch kurz. Das in der Hand. Schneller. Was habe ich gesagt? Das Rad. Ja, entweder lassen wir es so oder wir machen es nochmal anders. Stellen es anders hin. Ich finde es jetzt okay. Es gibt Schlimmeres. Na, aber mal gucken. Jetzt holen wir uns noch hier ein paar Bärchen. Können wir gleich noch mitverkaufen. Ist ja auch bald Zeit, dass wir Steuern zahlen müssen. Und wir wollen ja langsam aber sicher in die Feldarbeit einsteigen. Das heißt, wir werden hiermit etwas Geld verdienen, dass wir uns ein bisschen was herrichten können. Und vielleicht bauen wir ein paar Werkzeuge und verkaufen die, mal gucken. So, was schickt. Dann gehen wir langsam auch in die Landwirtschaft über und fangen uns an, Dünger zu kaufen und eine Hacke herzustellen und Samen, was weiß ich, Zwiebeln, morgen Hase, Zwiebeln, oder was können wir noch? Kohl oder so. Ja, das wäre ganz gut. So, unser Häuschen müsste jetzt hier auch irgendwo kommen. Da hinten, da steht's. Dann laufen wir drauf zu. Musste noch mitten in der Nacht übrigens eine Axt bauen, die unsere ist kaputt gegangen. Da habe ich gleich zwei gebaut, oh, bis ich die Steine gefunden hatte. Es war so dunkel, heftig. Bonre. Und du bist auch in die Falle gegangen, armes Häschen. Aber wir brauchen dich. Da steht das Rad übrigens. Ja, ist okay, ne? Vielleicht verkaufen wir es auch. Mal sehen. So, jetzt braten wir noch hier schön das Fleisch raus. Eins hat's gebracht. Lagern noch aus, was wir noch haben und nicht brauchen. Was da wäre. Suppe behalten wir. Wir haben zwei bekommen. Dann machen wir eine Suppe rüber. Das nehmen wir mit. Die Beeren nehmen wir mit. Die Pelz kommt rüber. Stein mache ich jetzt auch nochmal hier rein. Mal 21 Kilo. Was ist denn so schwer? Die Speere sind da oben. Okay, die wiegen schon ein bisschen was. Steinaxt, ja, 2,5 Kilo. Da können wir eine wegmachen. Aber die nicht. Die brauchen wir jetzt drüben. Ist egal. Dann verkaufen wir die. Huch. Haben wir hier runter zufällig drin? Nein, aber nicht. Und da wir uns jetzt demnächst auch jemanden ins Dorf holen wollen, würde ich sagen, wir machen uns jetzt erstmal hier einen Weg nach unten, dass wir unsere kleine Straße haben. Weg ist wo? Hier? Sind die Wege drin hier? So, dann würde ich sagen, hier von unserem Eingang, auch wenn es jetzt durch die Büsche hier geht, wir gehen so ziemlich nach hier, würde ich sagen. Jetzt sind da vielleicht nicht ganz so viele Büsche, die da verschwinden müssen, und gehen so nah wie es geht hier dran. Na, antick. Dickchen. So, gucken uns das mal an. Ja, praktisch, ist doch okay. Sieht doch gut aus. Hier haben wir nur die Büsche. Da drüben steht noch ein Strauch. Oder zwei sogar. Ach, drei. Denke ich, ist das super. Wunderbar geklappt. Dann haben wir hier unsere Bärchen. Die nehmen wir noch ein paar mit, wenn sie schon hier stehen. Dann lassen wir aber auch dran für den Sommer. Da drüben, die habe ich schon weggegrast. Dann lassen wir ein paar dran für den Sommer. Da können wir mal immer ein bisschen an den Beeren naschen. Ist auch nicht verkehrt. Was Süßes anstatt als hier Fleisch. Ja, das ist okay. Und dann würde ich sagen, ja, rechnen wir noch ein Haus an. Sag die Zeit. Na komm, ist egal.
bauen wir uns noch ein Haus. Wenn das unser ist, soll unser Haus Haupthaus werden. Heißt, aus. Ich habe jetzt natürlich gerade 6 Rundhölzer. 6 Rundhölzer. Wir müssen das ja nicht so gedrückt machen. Wir können das ja ruhig ein bisschen auseinanderziehen. Nur am Anfang wollte ich das schon machen. Wir können die Stadt umdesignen. Am Ende ist es ja Wurst. Ist ja ganz egal. Das sind immer 3, ne? Ja. Und dann, ach, das Stinke-Symbol. Sollten wir uns mal waschen. Haben wir eigentlich die Waschtuber schon hingestellt? Ich glaube nicht. Aber wir können uns ja im Fluss waschen, das ist ja nicht so schlimm. Rundholz 1, 2 und 3. Wo ist der andere? Da. Ja, weil da machen wir uns jetzt nämlich, Entschuldigung, machen wir uns jetzt noch ein Häuschen dazu. Für jemanden anwerben, der zu uns kommen möchte. Dass wir dann schon gleich eine Hütte haben und nicht da stehen und oh, wo soll er überhaupt hin, ne? So. Das falsche Menü. Da. Kleines Haus, hier ist der Eingang. Da steht unseres. Wie sagen, wir stellen das ruhig, kann ruhig ein bisschen schräg hier reingestellt werden. So. Schwupp. Hier ist noch ein. Ist ja schön. Kann man hier noch gucken, ob wir hier einen Jäger hinstellen. Jetzt ziehen wir von hier noch die Straße rüber und dann gehen wir rüber in die nächste Folge. Hier einmal die Straße, so nah wie es geht. Zack. Dann gucken wir, dass wir möglichst gerade zum Eingang. Das haben wir ja super abgetimt. Könnten natürlich den Weg auch hier hin anschrägen. So. Machen wir 3 Büsche noch. Und dann machen wir noch einen Weg von hier zu uns. Das machen wir. Und dann gehen wir auf jeden Fall ab in die nächste Runde. Die Richtung. Und gehen dann hier an unserem Weg ran. So, schauen wir uns das mal an, was wir da gemacht haben. Hier haben wir einen Weg nach hier. Hier kommt dann noch ein Gebäude hin. Gucken, was wir hier hin machen. Sitzecke vielleicht. Ja, das wäre doch. Ja, warum nicht? Passt. Machen wir hier ein Feuer hin. Und ein paar Sitzmöglichkeiten für später. Dann wächst unser Örtchen so. Ja, okay. Dann war es das für diese Runde. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dann.